herzlich willkommen wieder beim Projekt hier mit Mr. Burns 4575 und Rose 347. Ich bin hier wieder weiterhin in der Höhle und die beiden sind, glaube ich, an der Oberfläche und ich habe gerade keinen Plan, wo ich hier lang muss, richtig. Ich bin im Nirgendwo, ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch rausfinde. Aber wir haben erstmal schon mal 7 Diamanten, also zumindest habe ich die noch in meinem Inventar, weil wir ja mit 5 leider gestorben sind durch ein dummes Skelett. Ach, fand ich nicht so nett von dir. Aber jetzt geht's weiter hier. Und ja. Also es waren 5 Diamanten. Ja, oder 5. Habe ich das nicht gesagt? Du hast gesagt 5. Also schuldest du mir 5 Diamanten. Nee. Doch. Nein. Oh, Jesus. Leute. Ja. Ich wäre fast geneigt, wenn ich jetzt Diamanten hätte, dann würde ich sie euch geben. Weil ich glaube, unsere Zuschauer, die wollen das bestimmt nicht immer hören, wer schuldet jetzt wem Diamanten. Oder die finden das total cool, dass ihr euch ankackt. Ich kacke niemanden an, ich sage bloß die Wahrheit. Das ist der Wahrheit. So, Blaublitz, ich bin jetzt so gemein und verschließe den Ausgang, also wirst du nie wieder herausfinden. Ey, lass das. Zu spät. Mit was hast du das zugebaut? Stein und Erde und Stein. Weißt du was? Ich mach das so, ich mach... Da hast du echt ein Problem, Blaublitz, weil das sind ja Materialien, die kannst du nicht so einfach abbauen. Nein, bloß die meisten Decken sehen so aus. Oh Mann, scheiße, ich bin selbst reingefallen. Ja. Oh Mann, so bald wird bestraft. So ist das Sprichwort. Dann musst du ja auch gleich noch bestraft werden. Wer hat meine Diamanten getötet? Hä? Der liebe Blaublitz. Wurde nicht getötet. Klar wurdest du getötet. Blaublitz, wo bist du? Ich bin in einer Höhle. Ich auch, aber wo da? Ich komme gleich wieder an unseren Standardort, sag ich mal. Ja, weil ich habe jetzt hier eine Treppe gebaut, die könnte man relativ gut benutzen. Dann wäre man nämlich oben. So, ich bin jetzt wieder draußen. Noch? So. Boah, jetzt mal hier einen safen Weg mal runter, dass man hier einigermaßen gut runterkommt. Ah, da unten bist du. Ich? Ja. Alter, warum konnte ich gerade nicht das Wasser benutzen? Vielleicht war es vergiftet. Ach, da bist du. Hast du irgendwie ein paar Steine, dass du mir entgegenbauen kannst? Ja, kann ich. Ich mach alles, aber ich will noch mal eben kurz mein Eisen hier reinstecken. So. Du Ferkel. So. Wo brauchst du denn? Hier? Bleib mal da, wo du eben warst. Ja, achso, warte, hier. Da ist so die Treppe hier. Also du müsstest immer im Prinzip hier nochmal herkommen. Siehst du hier die Treppe? So, bring. Ja, ich sehe die. Muss ich das hier noch ein bisschen safer machen. Aber dann hat man echt eine, denke ich mal, einfach einen guten Weg. Wenn du den nach oben läufst, dann kommst du quasi bei unserer Butze raus da. Ah, cool. Sehr gut gedacht. Immer wieder gerne. Kostet dich nur 3 Diamanten. Nee, 5. Ja, die habe ich noch. Warte. Nein, Quatsch. Ich will die 5. Nee, ja. Ich habe leider nur 4. Aber Rose, bist du bei uns zu Hause? Mhm. Ja, dann guck mal. Ich habe hier, wie gesagt, so einen kleinen Weg gemacht. Dann kommt man da relativ gut, denke ich mal. Ja, ist doch schön. Ich will uns nämlich einen Zaubertisch machen, anstatt 4 Diamanten zu spenden. Aber warte mal, wie kommen wir das denn jetzt hin? Kommen wir da denn jetzt hoch? Habe ich jetzt aber nicht gut gedacht. Oh nein! Abbauen, so. Oh, so. Oh no. Also wenn einer irgendwann eine volle Eisenrüstung haben will, ich hab Iron on Mars. Ich glaube, ich brauche nur noch eine, sag schnell hier, eine Hose. Hose brauche ich noch. Ja, die habe ich gerade eben auch noch gebraucht, deswegen habe ich mir die noch gemacht. Warte, ich baue eben den Ofen auf. Ich hab... Gar nicht. Ja, Rose, dann komm doch hier auch runter. Ja, Rose, dann komm doch.
Ich höre euch gerade nicht mehr. Mr. Burns, ich platziere. Was denn? Ja, mach mal. Rose, man hört dich nicht. Glaub mir jetzt ganz kurz mal ASK. Also. Ich bin jetzt mal ganz kurz weg. Ich kann jetzt kurz nicht antworten. So, hier ist noch ein bisschen Kohle. So, der Ofen ist bereit, Mr. Bahn. Okay. Kannst du hören? Ich höre dich, ja. Ja, okay. Sehr gut. Wo hast du den Ofen hingepackt? Ah, da. Ah, cool. Dankeschön. Was? Ja, alles cool. Ich sehe wieder Diamanten. Hast du einen Eimer? Ja, klar. Willst du ihn haben, weil ich hab das gerade ein bisschen verbaselt. Ich werfe den Eimer eben zu. Hast du den Eimer? Warte. Nee. Warte. Wo? Ich werfe den. Wo ist er? Da. Hast du, wollen wir. Warte mal, hast du, wollen wir? Wollen wir das hier die Lava am besten mal mit Wasser wegmachen? Ja, das wollte ich machen, nur dann habe ich das Wasser halt so gesetzt, so. Aber dann war halt nichts damit, ne? Also. Aber mal, dann müssen wir das Wasser hier beruhigen, glaube ich. Aber ich stehe hier auf dem Cobblestone, glaube ich. Du mich hier gleich noch. Wieder weg. Da! Ah, cool. Wow. Wo kriegen wir denn jetzt Wasser her, verdammte Name? Aber warte mal, oben ist doch was. Ich hole mal eben von oben Wasser. Gut. Warte, du kannst ja hier mal für eine endlose. Warte mal, ich mache einfach noch einen Eimer. Und dann machen wir uns eine endlose Wasserquelle. Das wäre doch komplett pfiffig, oder? Ja. So kann man das sehen. Ja, so. Und dann machen wir mal wieder die Diamanten. Alter, wir haben richtig viele Diamanten. Das war ja voll der verspackte Eimer. So, dann gehe ich mal im Wasser holen. Dank der Treppe ist das jetzt. Ich habe jetzt 6 Diamanten bekommen, also ich habe jetzt 10. Und ich würde mir jetzt noch ein bisschen Obsidian abbauen, wenn es euch ist. Alter. Und dann würde ich mir halt auch noch einen Liter bekommen. Ich habe auch Redstone. Ja, war da deine Stimme beim gerade voll am Abspacken. Sagt ihr noch mal irgendwas? Ja, ich bin ja auch hier am Laufenden. Rose? Rose ist auch da, glaube ich. Ich kann sie nur nicht hören. Oh, ich krieg gerade keine Luft mehr. Das wird hier voll die Mining-Session gerade, oder? Mhm. So, ich habe 2 Eimer geholt. Dann mache ich jetzt unten gleich eine unendliche Lavaquelle. Mal was essen. Oh, gebratenes Schweinefleisch. So. Die Zeit vergeht aber echt voll schnell, ey. Was meint ihr, wie viele Minuten nehmen wir jetzt schon wieder auf? 4. Also in dieser Folge? Ja. Gleich schon 9 Minuten. 9 Minuten, sagst du? Du bist voll der Cheater, ey. Du bist voll der Cheater. Wie kannst du denn jetzt so sagen 9 Minuten? Das sind in der Tat 9 Minuten. Ja. Aber dann würde ich mal sagen, dass wir gleich im nächsten Part weitermachen. Mit der Mining-Tour, sag ich mal. Und, ja, du machst die Abmoderation, ne? Ja, würde ich sagen. Obwohl, wir haben 1 Minute immer noch. Soll ich hier noch das Wasser platzieren? Ja, kannst du mal ruhig machen, da. Das ist so alles ein bisschen chilliger. Ja, das hat ja toll geklappt. Ich weiß. Das war bei mir genauso. Ja, sauber! Ich mach nochmal. Okay, ist safe. Okay, dann würde ich mal sagen, dass diese Folge zu Ende ist. Ja. Und dass wir uns gleich beim nächsten Mal wiedersehen. Oh, kommt ein Zombie. Alles klar. Ich mach noch eben den Zombie platt. Rose, bist du da oder bist du nicht da? Ich bin da. Okay, dann machen wir jetzt eben kurz die Abmod. Wir bahnen uns den Weg weiter durch diese Mega-Höhle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bleibt dran, es wird hoffentlich weiterhin für euch spannend werden. Auf Wiedersehen sagen Mr. Burns 4575 und... Loblitz 0106 und... Rose 247! Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.